die Wurzeln der heutigen sogenannten modernen Sexualerziehung mit Auswüchsen ohne Tabus lassen sich bis auf die Amerikanerin Margaret Sanger zurückverfolgen. Sie gründete Kliniken für Geburtenkontrolle, initiierte den ersten Weltkongress für Bevölkerungskontrolle in Genf, stieß die Massenbewegung Freie Sexualität an und finanzierte die Forschung zur Entwicklung der Antibabypille. Margaret Sanger war eine starke Verfechterin der Eugenik und Rassenlehre. Vor dem amerikanischen Kongress plädierte sie offen für das eugenische Motto: Mehr Kinder von geeigneten Eltern, weniger Kinder von ungeeigneten. Im Jahre 1921 gründete sie die American Birth Control League, die 1952 in International Planned Parenthood Federation, kurz IPPF, umbenannt wurde, weil unverblümte Eugenik in Verruf kam. Die IPPF ist bis heute die weltweit größte Organisation in Sachen Abtreibung und Frühsexualisierung. Mit ihren rund 170 Tochterorganisationen ist sie weltweit aktiv und wird im Verborgenen gefördert und unterstützt von der Rockefeller-Familie. Liebe Zuschauer, ist der IPPF ein Wolf im Schafspelz? Die International Planned Parenthood Federation, kurz IPPF, ein internationaler Verband für Familienplanung, ist die weltweit größte Organisation in Sachen Abtreibung und Deregulierung der Sexualität. Deren Mitarbeiter wurden sogar im letzten Jahr heimlich gefilmt, wie sie in Beratungsgesprächen 15-Jährige ermutigten, Foltersex mit Knebeln, Peitschen und Würgen zu praktizieren. IPPF verstößt damit nicht nur konsequent gegen jedes Gesetz, das eigentlich die elterliche Zustimmung erfordert. Auf den Webseiten dieser Organisation ermutigt man die Teenager sogar, ihre Eltern und das Gesetz zu umgehen. Weltweit hat der IPPF 179 Tochterorganisationen. Der deutsche Ableger heißt Pro Familia und ist hierzulande einer der wichtigsten Partner bei der Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen. Mit Projekten wie Mach Sex wie und mit wem du willst oder harten Aufklärungsfilmen wie Sex We Can verrät auch Pro Familia ihre Familien- und wertezerstörenden Absichten. Gabriele Kubi nahm zu Pro Familia in ihrem Buch Die globale sexuelle Revolution wie folgt Stellung. Pro Familia wird als gemeinnütziger Verein vom Staat subventioniert. Nach Auskunft des Familienministeriums erhielt Pro Familia im Haushaltsjahr 2011 784.000 Euro an Fördermitteln. Hinzu kommen 25,5 Millionen Euro staatliche Finanzierung über die BZGA für Medien- und Fortbildungsprojekte. Auch die Schweizer Tochterorganisation des IPPF Sexuelle Gesundheit Schweiz unterstützte zum Beispiel die pornografische Plakataktion Love Life – Bereue nichts. Klagemauer TV berichtete darüber am 24. Mai 2015. Liebe Zuschauer, niemand lasse sich deshalb täuschen von solch wohlklingenden Namen. Nicht selten verbirgt sich dahinter der sogenannte Wolf im Schafspelz. In diesem Zusammenhang empfehlen wir Ihnen auch noch unseren Dokumentarfilm Urväter der Frühsexualisierung. Guten Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.